Hey Leute, willkommen zum neuen Thema. Diese Woche haben wir das Thema nervige Sprüche, Wörter etc. Und ich möchte das nicht nur auf Trans beziehen, sondern einfach auf alles, weil ja, ich lebe jetzt schon seit fast 3 Wochen vegetarisch, weil ich mich dazu entschlossen habe, ja. Nach langem Grübeln mit mir selbst vegetarisch zu leben. Auf jeden Fall regt es mich momentan so ein bisschen auf mit. Ich habe gesagt, ich möchte gerne vegetarisch leben. Und ja, das mache ich jetzt schon seit 3 Wochen. Und mein Vater. Keine Ahnung. Ich hasse es. Glaube ich. Egal in welchem Sinne es ist, wenn man nicht ernst genommen wird und wenn dann halt ständig so Sprüche gemacht werden oder gesagt werden, so, ja, du darfst das ja nicht essen, du darfst das nicht essen, ha, ha, ha. Denn dann sage ich halt einfach, ja und? Aber ich kann auch genauso sagen, ich weiß und wusste, wie das schmeckt, nur es ist halt meine Überzeugung, ich möchte das jetzt nicht mehr und momentan kann ich auch gut ohne Fleisch leben, so. Und nur es nervt halt, wenn da ständig irgendjemand, irgendwas sagt, weil ich es gibt, natürlich gibt es solche Vegetarier, jeder so wie er lebt und das ausleben möchte. Gibt es ja verschiedene Arten und je nachdem, wie stark oder nicht stark, auf jeden Fall kann ich auch sagen, ja, ich weiß, dass es gut schmeckt und schmeckt auch super. Ich kann auch sagen, dass es super schmeckt, nur von meiner Seite möchte ich momentan oder möchte ich jetzt kein Fleisch mehr essen. So. Und ja, ich fände es halt doof, wenn man das nicht ernst nimmt, weil ich kann das nicht haben. So ein bisschen Spaß machen, aber immer Spaß machen, das nervt halt einfach. Sind halt so doofe Sprüche halt so. Wie heute bei der Suppe, die es gab, ha, ich habe die Rindfleischbrühe ins Essen gemischt. Was natürlich nicht gestimmt hat, nur irgendwann mal nervt es halt so, weißt du. Auf jeden Fall, ja, das mal zu dem Thema. Also ich finde es schlimm, egal auf welches Thema jetzt bezogen ist, dass man einmal Spaß macht und dass man halt auch einfach darauf achten sollte, wie viel Spaß man bei einer Person machen kann, weil irgendwann mal nervt's oder man fühlt sich halt einfach nicht mehr ernst genommen. Und wenn dann ständig irgendwelche Sprüche kommen, auch wenn die Person das vielleicht nicht ernst meint oder nicht böse, nur irgendwann mal, wenn man sich nicht in die Person, mit dem man quasi diese Scherze macht, nicht hineinversetzen kann. Und wenn man sagt, haha, ist doch nur ein Spaß, wird es dann irgendwann mal nervig und scheiße. Ja. Das ist dann genauso wie bei Trans und bei anderen Sachen. Jeder Mensch kann so ein gewisses Pensum an Spaß verstehen. Und irgendwann mal hat man aber auch irgendwie keine Lust mehr so darauf, weil man ja auch irgendwo mit seiner Lebensweise ernst genommen werden möchte. Genau. Und wenn dir das halt ständig gesagt wird und niemand sich dann wirklich in diese Lage hineinversetzt, ist es dann auch irgendwann mal doof. So. Auf jeden Fall, wie ich damit umgehe, es kommt halt immer darauf an, welche Stimmung ich gerade habe und so weiter und so fort. Also, wenn alles gut klappt, mir es gut geht und so weiter, dann stehe ich einfach darüber, dann ist mir das egal. Wenn ich ja gerade nicht so gelaunt bin oder einfach gar keine Lust mehr darauf habe, dann bin ich einfach sauer oder ich rede einfach gar nicht über das Thema, weil ich mir denke, ja, bringt ja eh nichts drüber zu reden. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn es mir gut geht, dann ist mir das eigentlich relativ egal. Und gut ist so. Was ich am besten finde, ist, wenn wirklich so ein dober Spruch ist und es aus Spaß passiert, finde ich es am besten, wenn man mit der Person darüber reden kann und die dann aufklären kann und die das auch versteht und sich dafür interessiert, das finde ich dann mega gut. Es ist andersrum, finde ich es kacke. So generell zu Sprüchen, ich habe schon Sprüche erlebt, aber
Ich glaube, die habe ich auch schon mal gesagt und die finde ich bei mir jetzt nicht so gravierend. So, es gibt Schlimmeres. Und genau. Auf jeden Fall kann ich nur den Tipp sagen, jeder Mensch reagiert darauf anders. Und es kommt auch immer auf die Stimmung an, die man gerade hat und wie man damit umgeht. Und wenn man mal sauer ist, dann ist das vielleicht auch gut nachzuvollziehen, weil man ernst genommen werden möchte, weil man nicht diskriminiert werden möchte, weil es einen verletzt und das einfach in dem Moment eine natürliche Abwehr ist, einfach mal sauer zu sein, so. Überhaupt, wenn es immer wieder passiert, so. Und dass man auch nicht immer sauer sein sollte auf sich dann in dem Moment, wenn man sauer ist, oder dass man dann sich nicht anhören braucht, dass man irgendwie ein schlechter Mensch ist oder ja, man sollte sich auch nicht so aufregen, weil wenn man so ein bisschen Empathie besitzt, macht man das mit Menschen einfach nicht. Also, dass man sich von irgendwelchen anderen Leuten diese Sprüche anhören muss. So, dann darf man auch mal zeigen, das geht nicht und da darf man auch mal sauer werden. Genau. Das Allerbeste ist ja natürlich immer darüber zu stehen und sich nichts anmerken zu lassen, aber das geht ja nicht immer. Ja, genau. Ja, und das ist halt auch, wie gesagt, zwei Arten. Gibt einmal so dieses Böswillige. Ich will dem einen jetzt so wirklich was auswischen. Böse sein und oder diskriminieren. Oder halt sowas wie so lustige Sprüche, wo die Leute sich keinen Kopf drüber gemacht haben, so mit, ach komm, der lacht doch bestimmt auch darüber. Und sowas. Also man hilft dann so, vielleicht kann man die Person aufklären oder sie bringt nichts, weil die denkt sich, ach, ist doch eh nicht so schlimm, man sollte sich nicht darüber aufregen. Dann hilft einfach nur so, ja, einfach ignorieren oder drüber stehen, würde ich mal sagen. Ja. Ansonsten war es von mir diese Woche das zum Thema. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ciao, Leute.